Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Manchester City gegen Gladbach und FC Bayern München gegen Lazio Rom. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Reinschalten, wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und los geht's mit dem ersten Spiel Man City gegen Borussia Mönchengladbach. Die Vorzeichen bei diesem Duell sind ganz, ganz klar. Manchester City hat das Hinspielduell mit 2:0 gewonnen und befindet sich in einer super Verfassung. Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga auch extrem geschwächt und auch eben mit dieser 0:2 Hypothek. Keine leichte Aufgabe also für den deutschen Vertreter, der sich aber zumindest erhobenen Hauptes hier verabschieden möchte, das zweite Duell in der Puskás Arena. Manchester City aber hatte hier die Ruhe weg. Dieses 2:0, eben diese zwei Auswärtstore auch, die haben hier schon ganz deutlich gezeigt. So richtig groß wird sich Manchester City vermutlich gar nicht mehr strecken müssen. Die erste Situation kann Jan Sommer hier aber noch entschärfen. Knapp eine halbe Stunde gespielt, Borussia Mönchengladbach aber machte es gar nicht mal so schlecht. Markus Thuram quergelegt, Neuhaus noch ein weiter, Alassane Plea zumindest mal mit einem Abschluss. Es war also tatsächlich ein stolzer Auftritt der Fohlen Elf, die aber qualitativ dann gegen Manchester City schon limitiert war. Auch das sei hier nochmal angesprochen. Knapp 10 Minuten bis zum Seitenwechsel. Jetzt ein überragender weiter Ball zu Markus Thuram. Der ist nicht im Abseits. Thuram will querlegen. Eigentlich ein sehr guter Gedanke, aber Ruben Dias ist dann handlungsschneller als Alassane Plea, der nicht an den Ball kommt. Das hätte ansonsten auch das 0:1 werden können. Denn wenn das erste Tor erstmal fallen sollte, dann würde vielleicht Manchester City tatsächlich noch einmal ins Grübeln kommen. Trotzdem das 0:2, es hatte weiterhin Bestand, Gladbach brauchte eben zwei Treffer. Die Zeit spielte nicht für die Fohlenelf, denn wir sind bereits in der 75. Spielminute. Manchester City hatte alles unter Kontrolle, ließ jetzt gar nichts mehr zu. Bernardo Silva zu Agüero, der scheitert erst an Sommer, setzt aber nach und macht in der 76. Minute das 1:0. Jetzt brauchte Gladbach drei Treffer, um weiterzukommen. Die Verlängerung war also ausgeschlossen damit. Und diese drei Treffer in den letzten 15 Minuten, die wurden natürlich auch zu eher unrealistischen Aufgabe. Agüero beseitigt also hier die letzten Zweifel. Bisschen auch sinnbildlich. Jan Sommer hält erst überragend, wird dann trotzdem geschlagen. Die Fohlenelf, sie hat bis zu diesem Ende der Saison in der Bundesliga noch einiges aufzuholen. Hier mit der Champions League können sie für dieses Jahr abschließen. Ob es nächstes Jahr überhaupt europäisch wird, ist momentan höchst fraglich. Auch wenn sie zumindest ein Treffer in dieser K.O.-Phase erzielen wollten. Thuram kommt hier aber gegen Laporte nicht durch. Nochmal Eckstoß von der linken Seite. Im Anschluss an diese Situation war dann aber auch Feierabend. Nochmal ein Kopfball von Plea. Den einen Treffer hätten sich die Gladbacher über 180 Minuten schon verdient gehabt. Aber es hätte am klaren Ausgang nichts mehr geändert. So bleibt es beim 1:0, auch im Rückspiel, also Manchester City der Sieger. Vollkommen verdient, ziehen sie damit auch in die nächste Runde ein und in der Form ist Manchester City, so deutlich muss man sein, auch ein klarer Favorit auf den Titel. Borussia Mönchengladbach war jetzt unter dem Strich nicht die allergrößte Hürde, aber die haben sie mit Bravour gemeistert. Der FC Bayern München spielte hinreißend im Hinspiel, schlug Lazio Rom mit 4:1 und dementsprechend ist das hier eigentlich nicht mehr als ein Freundschaftsspiel. Natürlich wird der FC Bayern München dieses Spiel nicht wie ein Freundschaftsspiel angehen, aber 4:1 auswärts zu gewinnen, das zu knacken, das dürfte für Lazio Rom, vor allem nach diesem Hinspiel, auch ein Ding der Unmöglichkeit sein. Denn
die Kräfteverhältnisse, sie waren schon so klar. Das 4:1 hatte hier jetzt nicht übertriebene Effizienz beim FC Bayern abgebildet, sondern einfach eine unglaubliche Spielstärke. Doch AC Rom hier zumindest mal mit dem ersten Versuch einer Tormöglichkeit, aber brenzlig wird es dafür das Gehäuse von Manuel Neuer natürlich nicht. Bayern am Wochenende sehr erfolgreich gewesen gegen den SV Werder Bremen, aber auch Lazio Rom, die spielten schon am Freitagabend, auch sie gewannen. Hier mal die erste nennenswerte Offensivaktion, die aber von Reyna gestoppt wird. Joshua Kimmich im Fairplay-Gedanken springt er da über den Keeper hinweg, vielleicht auch aus Selbstschutz. 45. Minute schon, weiterhin 0:0, jetzt aber Lucas Leiva fast nochmal mit dem Tor, 0:1 hier, also durchaus denkbar zur Pause, aber es waren eben auch nicht die tausendprozentigen Chancen, deswegen ging das 0:0 schon so in Ordnung. Der FC Bayern München ruhte sich tatsächlich etwas aus, ist ja auch nur verständlich und solange es 0:0 steht, ist hier noch lange nichts passiert. 4:1 Gesamtergebnis, wir sehen das, das ist eine ganz deutliche Sprache. Muss man auch immer berücksichtigen bei der Betrachtung dieses Spiels, auch die zweite Halbzeit von Lazio nicht schlecht geführt, aber immer in dem Hintergedanken, dass der FC Bayern München hier wirklich nur das Mindeste tat. Und jetzt Immobile zumindest mit dem 1:0. 49. Minute, Lazio Rom macht es gut, Immobile völlig frei, dementsprechend macht es der FC Bayern München etwas schlecht. Manuel Neuer muss sich da beschweren bei seinen Vordermännern, die das nicht gut machen. Freistoßsituation für Robert Lewandowski, eine optimale Position. Goretzka läuft drüber und Lewandowski haut den Ball aber nur in die Mauer. Da wird er froh sein, dass er da Spieler trifft und nicht das Aluminium. Gegen Pfosten und Latte ist er ja verzweifelt am Samstagnachmittag gegen den SV Werder Bremen. Hier trifft er eben einen Gegenspieler. Weiterhin also 0:1. Lazio Rom versuchte es weiter. Aber auch eben ein 3:0 würde ja nicht reichen. Das heißt, es müssen jetzt noch drei Treffer her zu diesem 1:0 hinzu. Es war nicht unmöglich, aber der FC Bayern München, er war sich nach wie vor ganz bewusst, was er hier macht, wie er die Kräfte regulieren muss, um im Endspurt in der Bundesliga und in der Champions League die Nerven und die Kraft zu bewahren. Es gab dann zumindest nochmal das 0:2 in der 87. Minute. Lazio brauchte also in Anführungszeichen in den letzten drei Minuten nur noch zwei Tore. Also ein sehr respektabler Auftritt der Italiener, die sich hier diesen Sieg auch nach 90 Minuten verdient haben, aber in der Gesamtrechnung scheiden sie dann doch verdientermaßen aus. Mit 3:4 war einfach nach dem Hinspiel zu viel verloren bei Lazio. Hier gewinnen sie, dementsprechend können sie auch stolz auf sich sein, aber weiter kommen damit natürlich die Bayern. Jo, das soll es dann wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und adios.